Mein Gott, wie viel Klebeband hast du denn da dran gemacht? Ja, ich habe das restliche Geschenkpapier benutzt. Deswegen musste ich ein bisschen improvisieren. Das ist was von letzten Jahr, ne? Mhm. Ist das ein Spiel? Mhm. Oh, cool. Familien-Edition. Also deine Eins-Familie, von Eltern her. Das ist das Bild. Klartext. Man muss sich doch nicht so scheiß klammern. Doch, du musst dir so klammern, dann musst du was, musst du Begriffe erraten. Oh Gott, zeig das mal, dass man sich deinen Mund stecken muss. Oh Gott. Könnte lustig werden. Dankeschön, lieber Nikolaus. Hier noch was zum Anziehen. Kriege ich einen Christmas Sweater? Ja. Robert wollte schon letztes Jahr, dass ich mir einen hole. Ich hatte keinen. Zwei sogar. Das ist einer. Das ist einer? Ach so. Das ist einer. Nee, es ist Wonder Woman. Ja. Wie geil. Juhu, ich habe auch einen ugly Christmas Sweater. So ugly finde ich den gar nicht. Naja, schon ein bisschen viel. Das soll S sein, das ist ja voll groß. Ja. Cool. Dankeschön. Ich kann nicht mehr. Oh Gott. Was denn? Was für eine Scheiße man kommt manchmal. Entschuldigung, Leute, für den Ausdruck. Guckt euch das mal an. Schafe, Essen, Lang. Schafe. Schafe. Essen. Essen. Gar. Knackwurst. Gar. Schafe essen Bonbons mit Gabeln. Das geht gar nicht. Ich muss mich die ganze Zeit kaputt lachen. Ein Marmeladenbrot mit Rommel im Ei. Ein Marmeladenbrot mit Rommel im Ei. Hey zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt ja schon gestern war Nikolaus, wie unser Morgen anfing. Sehr, sehr lustig. Ja, und dann war es einfach ein kompletter Familientag und Roberts Mutter war dann noch den ganzen Tag, oder den halben Tag hier. Und der Vater kam abends dann noch und ich war auch den halben Tag gefühlt im Pyjama. Und heute haben wir halt den 7. Dezember. Ich war schon kurz beim Ikea und ja, Emilia habe ich gerade gestillt und die ist jetzt unter ihrem Spielebogen. Und ja, ich dachte, ich nehme euch heute nochmal ein bisschen hier so mit durch unseren Alltag zu Hause, obwohl eigentlich nichts großartig geplant ist. Es gibt aber ein kleines Kinderzimmer-Update, also ich habe nochmal hier ein bisschen neu dekoriert. Ich weiß nicht, viele von euch oder einige von euch haben ja auch vielleicht mein Do-it-yourself-Video gesehen und ich habe ja ein paar Sachen selbst gemacht. Ich bin auch noch nicht ganz hundertprozentig zufrieden, ich glaube, ich verändere noch was. Aber ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Hier im Hintergrund seht ihr ja schon was. Hier, ich habe Sterne über dem Mond gemacht. Also einmal habe ich hier so ganz normale silberne Sternchen dran gemacht. Ich habe auch noch viel, viel mehr, aber so reichte mir das einfach. Das hier übrigens, stört euch nicht daran, das kommt auch noch ab. Das war halt beim Babyfon dabei. Ist mir aber zu grün, das passt da optisch nicht hin. Das kann man aber auch abnehmen. Ja, das fand ich auf jeden Fall schön mit den Sternchen. So, das komplettiert das Bild einfach. Und so sieht jetzt der Wickelbereich aus. Also ja, es ist schon recht viel drauf, aber es ist noch für mich jetzt die Grenze. Wir haben einmal die Lampe neu. Die ist von derselben Firma wie die Mondlampe. Ich verlinke euch die auch mal, weil wirklich oft immer viele nach der Mondlampe auch gefragt haben. Verlinke ich euch in der Infobox. Dann habe ich eben ein bisschen umdisponiert auch. Wir haben jetzt hier den Platz genutzt oder freigemacht. Die Spieluhr wollte ich eigentlich mal wieder da aufhängen. Die ist mir nur runtergekracht letztens. Weil irgendwie hält das das doch nicht, obwohl da steht, dass diese Strips irgendwie 3 Kilo halten. Mal gucken, ob es diesmal hält. Mal schauen. Ich habe jetzt halt hier 3 Haken. Einmal immer noch für die Wattepads, für den Schlafanzug, dass er so ein bisschen auslüftet bis zum Abend. Und die Spieluhr habe ich dahin gemacht. Die hing ja vorher hier. Aber das war mir auch alles, gefiel mir nicht. Jetzt habe ich da halt dieses Wandmobilier hingemacht. Und da guckt Emilia auch drauf. Also ich lege sie ja meistens mittlerweile schon schräg hier drauf. Dann guckt sie da hoch. Oder wenn sie Kopfübungen macht und ich sie auf den Bauch drehe, dann schaut die da auch immer hoch.
Ja, und passend zur Lampe habe ich noch diesen Schwan, diesen Prinzessinnen-Schwan. Den habe ich jetzt da in die Ecke gemacht, weil sonst war mir das da wieder zu viel leer. Und das, die wird ja eh ein bisschen versteckt durch diese Mülltonne. Aber mal gucken, wie lange wir diese Tonne auch noch nutzen. Weil je so viele Windeln passen dann auch irgendwann nicht mehr rein. Jetzt sammelt sich da so für einen guten Tag oder anderthalb Tage passender Windeln rein. Bis jetzt finde ich die immer noch super praktisch. Mal gucken, spätestens wenn der Brei anfängt, wird das, glaube ich, ein bisschen anders riechen. Und dann werden wir uns eine andere Tonne zulegen müssen. Dann kommt die hier runter oder wird, weiß ich nicht, für Taschentücher und sowas benutzt. Genau. Und ich habe jetzt hier oben auch Windeln hingemacht. Das hatte ich ja vorher auch nicht. Die hatte ich ja vorher in der Schublade alle. Ich habe auch immer noch welche in der Schublade, aber irgendwie ging es jetzt noch schneller. Sonst habe ich, glaube ich, nichts groß umdisponiert. Hier sind noch Dingens, Mulltücher. Hier habe ich jetzt ihre Schüchen und so, so Kuschelschüchen reingemacht. Hier ihre ganzen Socken. Die hatte ich ja vorher in so einem kleinen, das passte aber alles nicht mehr. So habe ich viel mehr Überblick. Also hier sind Stirnbänder und Schleifen drin. Da ist immer noch Krimskrams. Ja, und hier ist eigentlich auch nichts groß anders. Hier sind jetzt ihre Mützen. Ja, immer noch so, ja, unterschiedlich. Hier habe ich ihre ganzen Pumphosen jetzt mal hingemacht. Hier sind jetzt schon Bodies, die jetzt bald, sehr bald passen werden. Schlafanzüge, so Oberteile. Dann habe ich hier Oberteile und Strampler. Hier dann die normalen Hosen. Also die hat aktuell echt extrem viele Hosen, die ihr passen. Und hier habe ich jetzt auch schon neue Bodies einsortiert, die sie noch nie anhatte. Ja, und hier sind halt auch noch neue Strampler, aber auch noch ein paar alte, die ihr immer noch passen. Ja, und unten in der untersten Schublade hat sich eigentlich nichts verändert. Ja, so viel zum kleinen kurzen Update. Die Schale muss ich eben noch zurückstellen. Auch da haben wir was Neues für. Ja, ich hatte Emilia natürlich in ihrer Autoschale. Die muss ich jetzt erstmal wieder aufs Regal stellen. Ja, da habe ich nämlich auch was Neues, Kuscheliges, weil mir war das irgendwie auch zu kalt für sie. Einfach nur eine Decke drüber bis zum Auto und das hier ist richtig schön warm und kuschelig und hier ist auch so Baumwolle drin. Ich habe hier noch ein Tuch reingemacht, nicht wundern, weil Emilia, als ich das erste Mal benutzt habe, die hat sich voll gemacht, das kam hinten raus und natürlich auf diese neue Decke drauf und dann muss ich erstmal waschen. Aber die sieht wie neu aus, obwohl sie gewaschen wurde und ich finde die so schön mit diesen Schleifchen. Und Emilia ist da super bombenwarm drin und die kann man bis zu einem Jahr nutzen. Verlinke ich euch sonst auch gerne, wenn ihr wollt. Oder schreibt es in die Kommentare, falls es euch interessiert. Und später, wenn sie halt größer ist, wird das wahrscheinlich als Kopfkissen dann genutzt. Jetzt ist der Kopf da noch schön drin geschützt. Und später, wenn sie wie gesagt größer ist, kann sie den Kopf drauflegen. Und dann, ja, ist auch noch, passt auf jeden Fall. Da geht noch was. Und ja, wir werden jetzt uns erstmal ein bisschen ausruhen. Ja, ich werde mich jetzt mit Emilia beschäftigen, weil die hat im Ikea eigentlich fast die ganze Zeit nur geschlafen beim Rumschieben. Ja, die Ikea-Sachen ausräumen. Ich habe jetzt da nicht großartig was Interessantes, glaube ich, gekauft. Wir haben halt Aufbewahrungsboxen gekauft, weil wir unbedingt unseren Eckkleiderschrank aufräumen müssen. Und ein paar Boxen für den Küchenschrank, weil der ist eine Katastrophe. Wir haben jetzt erstmal nur zwei mitgenommen, weil wir gucken wollen, wie das denn dann da passt und aussieht. Ja, und das werde ich gleich ausräumen. Ein paar Bilderrahmen haben wir noch gekauft. Also wie gesagt, es lohnt sich gar nicht, dass ich euch das jetzt groß zeige. Dann werden wir nachher Kaffee und Kuchen machen. Beziehungsweise so Mandelstollen haben wir gekauft. Und dann Käffchen, weil ich merke jetzt schon wieder die Müdigkeit. Ich finde die Perspektive voll gut irgendwie. So von hier vorm Fenster ist voll das gute Licht, ne? Richtig, richtig gut. Und ja. So viel auf jeden Fall dazu erstmal. Der Drache, Schatz. Ja? Wie ist der Drache? Hm? Uiuiuiuiui. So ein Klapperdrache. Mal eine ganz neue Perspektive hier. Ich sitze mit Emilia auf der Krabbeldecke und wir spielen ein bisschen. Und ich wollte euch noch erzählen, das ist mir jetzt passiert, das ist ja unangenehm. Aber wollte euch mal fragen, ob euch das schon mal passiert ist. Und zwar hat mir mein Kind, ich stille ja voll, oder so gut wie, denn in letzter Zeit musste ich mal ein, zwei Flaschen doch dazu füttern, weil es einfach irgendwie nicht reichte. Was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass Emilia mir die Brust blutig gesogen hat. Es tut jetzt nicht extrem weh, aber es ist unangenehm. Und jetzt jedes Mal, wenn sie aus der einen Brust trinkt, kommt richtig viel Blut raus. Und wenn sie zum Beispiel loslässt und, sag ich mal, ihr Gesicht direkt durchschmiert, dann ist hier voll Blut auch mit Milch zusammen echt nicht schön. Ich vertraue euch das jetzt aber einfach mal an.
weil ich gerne eure Erfahrung haben möchte. Also die Stillmamas unter euch, bitte sagt mir, ob ihr das schon mal, ihr Gesundheit, ob ihr das schon mal hattet. Wie gesagt, die Brust generell tut eigentlich nicht weh. Auch das Saugen tut nicht mehr weh als sonst. Die Brustwarze sieht jetzt auch nicht schlimmer aus. Da ist ein kleiner Mini-Rotpunkt. Aber sobald sie Milch trinkt und da dran zieht, zieht sie auch da das Blut mit raus anscheinend. Ja, nicht schön. Ich will ja nicht, dass mein Kind irgendwie das Blut mit trinkt. Ich habe mich jetzt auch noch nicht belesen. Also deswegen hoffe ich jetzt auch sehr stark auf eure Tipps. Einfach, ich habe jetzt zum Beispiel so eine Bepanthen-Salbe, so eine kleine Probe war das, die auch für die Brustwarze geeignet ist. Und ja, die hilft auch echt gut, muss ich sagen. Aber ich möchte, dass das natürlich aufhört zu bluten. Und deswegen, was kann ich dagegen tun? Ich werde auf jeden Fall mal gleich trotzdem googeln. Aber vielleicht habt ihr ja noch ein paar tolle Tipps, wie das aufhört oder aufhört das vielleicht von alleine auf. Keine Ahnung. Ja. Na, Mausi. Ja. Ja, was willst du erzählen? Willst du uns was erzählen? Nein? Nein. Ja, auf jeden Fall irgendwie doof. Das nervt mich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das mit dem Stillen nicht mehr lange gut gehen wird oder klappen wird. Ich weiß nicht wieso, ob ich es mir einbilde. Ich mache es gerne. Ich würde es auch noch einige Monate weitermachen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Milch nicht reicht oder ich weiß es auch nicht. Ganz komisch Phase momentan. Und das Komische ist, bei sehr vielen meiner Freundinnen, die gestillt haben, nach ungefähr 3 Monaten oder so um den Dreh, wenn das Kind 3 Monate alt war, gut, Emilia wird jetzt 4 Monate alt, wollten die Kinder nicht mehr an die Brust oder die haben abgestillt oder was auch immer. Ganz, 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 ganz komisch. Deswegen, ja, ich glaube, Emilia will raus aus der Wippe. Das machen wir jetzt mal. Will Mama dich rausnehmen, Schatz? Hm? Willst du nicht mehr? Ja, du beugst dich schon nach vorne, ne? Digi, 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 das ist der Papa. Hi. Mr. Nasa. Hm? Das ist übrigens unser liebster Platz hier als Familie irgendwie. Treffen wir, wenn der eine wickelt, kommt der andere. Das ist immer so. Schatz, hier unten geht die Lampe an. Ach so, du wechselst aus. Robert wechselt die Glüh... Robert wechselt die Glühbirne aus. Lampe, Glühlampe. Glühlampe. Sind kein eigentliches Obst. Mann. Weil wir, das Licht dort ist dann so gelblich. Und wir haben jetzt, ich habe jetzt eine neue Lampe im Ikea gekauft und die leuchtet dann so weiß. Und ich ziehe dich jetzt an. Ja. Hä? Lassen wir dich jetzt so. Ha. Na, oh, nein. Heute bei Stomp Emilia. Ja. Aber echt. Papa, mach Licht. Mit einer Hand, du Armer. Und? Ha! Juhu! Oh, so schön. Aber das ist auch gelb. Oder wird das noch weiß? Ja, das ist genau wie hier. Echt? Das ist dasselbe Licht. Nee, irgendwie kommt mir das weißer vor. Ja, aber das ist ja auch dunkler. Hm. Nicht? Ja, die ist halt nicht gemilcht. Die Lampe. Okay. Die ist gemilcht. Keine Ahnung. Übrigens verändert die sich. Seht ihr das? Da ist jetzt der Mond und die Sterne. Und so sieht man die nicht. Ich bin nicht blind. Ich bin nicht geblitzt, Dings.